Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen an diesem zweiten Tag der Work and Culture. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Svea Kleeberg. Ich arbeite als Communications Manager beim Bitkom und ich darf heute hier auf der Solution and Innovation Stage Sie durch das Programm führen. Und bevor es auch gleich losgeht, habe ich noch einen klitzekleinen Hinweis für Sie. Bei jedem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, in der Chatfunktion Kommentare zu lassen, aber auch Fragen zu stellen. Und wir werden versuchen, insofern es die Zeit auch zulässt, die Fragen aufzugreifen und am Ende jedes Vortrags zu beantworten. Dann geht es jetzt auch direkt los. Unser erster Impuls ist von Dr. Tobias Zimmermann. Er ist Arbeitsmarktexperte bei einer der wohl bekanntesten Online-Plattformen StepStone. Und er hat heute ganz besondere Einblicke mitgebracht. Zum einen die Anforderungen von Arbeitgebern, aber auch die Wünsche von Arbeitnehmern. Ich denke, der Titel, der verrät es schon, digital, flexibel, hybrid. So wollen Menschen jetzt und in Zukunft arbeiten. Und ich bin sehr gespannt auf die exklusiven StepStone Insights zu den wirklichen Spielentscheidern auf dem heutigen Arbeitsmarkt. Und ich freue mich sehr, Dr. Tobias Zimmermann begrüßen zu dürfen. Tobias, die Bühne gehört dir. Ja, vielen, vielen Dank, Svea, für die freundliche Anmoderation. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Genau, ich habe meine Präsentation gestartet. Ich hoffe, man kann alles sehen. Genau, perfekt. Dann wollen wir auch gar keine Zeit verlieren. Genau, ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein und wie du schon gesagt hast, exklusive StepStone Insights zu präsentieren. Und zwar zum Thema, so wollen Menschen jetzt und in Zukunft arbeiten, mit Betonung auch auf dem Jetzt. Denn wenn wir oft über Future of Work reden, über die Zukunft der Arbeit, dann reden wir häufig davon, dass es ja vielleicht in einer mittelfristig, langfristig entfernten Zukunft liegt. Es geht jetzt aber auch schon, also jetzt die Erfolgsfaktoren, um die es geht, die sind eben jetzt relevant. Und genau deswegen ist es wunderbar, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Und ich freue mich auch sehr über die Einleitung. Vielleicht kurz an der Stelle, mit wem Sie es hier zu tun haben, zum Referenten, wie schon gesagt. Ich bin als Arbeitsmarktexperte für StepStone tätig, will hier aber gar nicht zu viel an der Stelle sagen, sondern den Fokus nur auf den dritten Punkt hier legen. Und zwar machen wir bei StepStone regelmäßige Befragungen unter Fach- und Führungskräften, wie wir sagen. Wir können damit die Unternehmensperspektive abbilden, genauso aber eben auch die der Menschen, der Jobsuchenden, der Mitarbeiter. Und das machen wir zu allen Themen, die wir wichtig finden, um eben unsere Insights an den Markt zu geben, beziehungsweise alles vom Thema Jobsuche bis hin zur Arbeit 4.0 ist damit abgedeckt. Und Sie sehen es an der Zahl. Wir haben so im Durchschnitt 15.000 Teilnehmende. Damit können wir schon sehr, sehr spannende, valide Insights beziehungsweise Schlussfolgerungen zum Status der Arbeit und des Arbeitsmarktes ziehen. So, deswegen, wir haben nicht so viel Zeit, will ich gar nicht so viel Zeit verlieren. Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Ich habe Ihnen mitgebracht Insights aus zwei Reports, Studien, wie wir es nennen. Das eine ist unser Corona-Report, im September 2020 veröffentlicht. Ja, man kann es vielleicht Zwischen-Corona-Report nennen mittlerweile leider. Ich glaube, als wir den veröffentlicht haben, hatten wir alle die Hoffnung, dass wir nicht von Lockdown 2 sprechen müssen, in dem wir uns gerade befinden. Aber da haben wir während des ersten Lockdowns und darüber hinaus in 5 Befragungswellen insgesamt 35.000 Menschen befragt dazu, wie hat das eigentlich geklappt, die Umstellung auf Homeoffice, auf Remote Work, auf Hybrid Work. Welche Probleme gab es da und was sind auch die Perspektiven für die Zukunft? Und zusätzlich das Zweite, was ich Ihnen mitgebracht habe, das ist jetzt als Studie an sich noch unveröffentlicht, zum Thema Jobsuche und Bewerbung, unser Kernthema bei StepStone. Da haben wir 2 große Befragungswellen gemacht im Herbst 2020, weil wir uns genau anschauen wollten, was hat sich denn jetzt schon konkret hier verändert? Mit 28.000 Teilnehmenden insgesamt. Die Ergebnisse sind nach Alter, beruflicher Bildung und Geschlecht repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung. Also sehr, sehr spannend. Jetzt will ich Sie aber nicht weiter auf die Folter spannen, sondern was hat sich tatsächlich verändert? Wie wollen die Menschen jetzt arbeiten? Sie sehen hier dieses Bild. Ich hatte es gerade schon angesprochen. Das ist natürlich der Arbeitsalltag von vielen und auch unser Alltag als Konsumenten, den wir jetzt gesehen haben. Das heißt, vieles aktuell auch noch befindet sich im Lockdown. Vieles ist geschlossen. Das heißt, vieles geht momentan nicht so, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Wir wissen aus unseren Befragungen, dass die Unternehmen teilweise 40% im Schnitt, oder nicht teilweise, sondern eben 40% im Schnitt an Produktivität und auch an Umsatz eingebüßt haben. Wenn man sich das gesamtwirtschaftlich
gesamtwirtschaftlich vorstellt, 40% der gesamten Wirtschaftsleistung, das ist natürlich enorm. Das war während des ersten Lockdowns, als das alles auf einen Schlag ging. Jetzt sieht das alles ein Stück weit anders aus. Wir haben hier, jetzt haben wir noch ein zweites Bild. Hier sehen wir, wenn Sie uns bei Stepstone in Düsseldorf besuchen wollen, können Sie wahrscheinlich auch das an diesem Flughafen machen, wohl nur nicht gerade zu diesem Zeitpunkt, als dieses Bild aufgenommen wurde. Jedenfalls, worauf will ich damit hinaus, dass natürlich auch das Thema Recruiting, das Thema Personalentwicklung war im ersten Lockdown natürlich erstmal on hold. Das heißt, viele Unternehmen haben diese Bemühungen gänzlich eingestellt. Dabei ist es aber nicht geblieben. Wir sehen jetzt teilweise, dass sich der Arbeitsmarkt genauso darstellt, wie er das schon noch vor der Krise gemacht hat. Das heißt, wir sehen hier eine große Erholung. Wir haben gerade eine Meldung gehabt, dass die deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2020 so stark gewachsen oder sich so entwickelt hat, wie sie das schon vor der Krise getan hat. Das heißt, wir haben das alle ganz gut gemeistert. Und hier haben wir jetzt das dritte Mutbild, quasi, was wir alle kennen, die leeren Büros. Sie sehen es hier, ich referiere auch aus dem Homeoffice aktuell. Das heißt, das kennen wir alle sehr gut, dass unsere Büros gerade leer sind. Das heißt aber eben nicht, dass nichts passiert ist, sondern hier haben wir dann auch nochmal das Bild. Wir haben die große Umstellung gehabt. Das betraf ungefähr die Hälfte der Erwerbsbevölkerung, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit weniger, je nachdem, welche Gruppe man fragt, dass es eben die Umstellung in den digitalen Raum gibt und gab. Und was hat das mit sich gebracht? Das hat, unsere Zahlen haben vor allem eins gezeigt. Interessanterweise, die Umstellung haben viele besser mitgemacht. Das hat sich für viele besser angefühlt als ursprünglich gedacht. Das hat natürlich auch was mit der Zeit zu tun. Aber wenn wir darauf schauen, wir haben konkret gefragt, wie hat denn die Zusammenarbeit funktioniert? Und die Zusammenarbeit hat für viele genauso zuverlässig funktioniert, wie sie das im Vorkrisenzeitraum getan hat. Viele Menschen haben sich sogar darüber gefreut, dass bestimmte gewisse technische Tools jetzt endlich auf breiter Ebene zum Einsatz gekommen sind. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt auch zunehmend mit psychischen Problemen zu kämpfen. Die ganze Situation belastet die Menschen, belastet uns alle. Das ist natürlich auch etwas, was wir mit einbeziehen müssen. So, aber jetzt zum Zentrum. Jetzt haben wir das Setting der Scene sozusagen gehabt. Wie wollen wir jetzt und in Zukunft arbeiten? Wir haben eben gesehen, wir haben jetzt hier eine Umstellung gemacht. Wir haben es, glaube ich, wir können es kaum alle hören, die Vokabel vom Brennglas, beziehungsweise eben, dass die Digitalisierung und dass das digitale Arbeiten jetzt eben den Praxistest erfahren hat. Aber so ist es. Und wie hat sich das ausgewirkt? Und da habe ich jetzt hier genau diese Zahlen für Sie. Und zwar haben wir abgefragt, was sind denn die Top-Arbeitgeber-Attraktivitätsfaktoren? Warum entscheiden sich die Menschen für einen Arbeitgeber? Was macht sie am Ende auch zufrieden und was überzeugt? Wir haben Gehalt und Jobsicherheit an der Stelle ausgeklammert. Die sind immer interessant. Das sind einfach Basisfaktoren. Die sind ganz zentral wichtig. Und wenn wir die mit reinnehmen würden, dann würde uns das so ein bisschen die Entwicklung der anderen Daten erschweren. Deswegen möchte ich Ihre Aufmerksamkeit hier gerne auf zwei Faktoren lenken und da sieht man ganz eindeutig den Einfluss des letzten Jahres. Also wir sehen hier sozusagen zwei Aspekte, die für die Menschen im Zentrum stehen. Das eine sind, das habe ich jetzt noch nicht gehighlightet, das ist eben der Aufgabenbereich und da sehen wir ganz eindeutig, dass sich auch manche Dinge eben nicht verändern und nicht verändert haben. Das geht eben. Arbeit ist auch immer ein Aspekt zur Selbstverwirklichung. Arbeit ist nicht ein reiner Broterwerb. Das gehört natürlich immer dazu, deswegen eben, dass das Thema Gehalt auch immer ein wichtiges ist. Aber es ist es eben nicht nur. Es geht für uns ganz stark darum, dass wir am Ende des Tages auch wissen, was wir getan haben, dass man selbstständig Entscheidungen treffen kann, dass man eben sieht, welchen Sinn die eigene Tätigkeit hat, dass das Spaß macht. Das sehen wir ganz stark und das ist auch eine wichtige Aufgabe für Arbeitgeber, das entsprechend zu vermitteln, ein Wertschätzungsthema. Aber was ich hier gehighlightet habe, Sie sehen es, flexible Arbeitszeiten Platz 1 und flexibles Arbeiten Platz 3 der Attraktivitätsfaktoren. Das heißt, ganz wesentliche Faktoren, die einen Arbeitgeber jetzt attraktiv machen. Und das sind tatsächlich Dinge, flexible Arbeitszeiten waren auch schon früher interessant, aber jetzt deutlich auf Platz 1 und eben das flexible Arbeiten, so haben wir das hier genannt, eben mit zum Beispiel Remote von zu Hause arbeiten. Das sind ganz entscheidende Faktoren jetzt geworden, wo wir eben gesehen haben, dass dieser Test auf breiter Ebene stattgefunden hat. Und das ist etwas, was wir ganz eindeutig den Unternehmen an die Hand geben müssen. Da gibt es jetzt kein Zurück. Da werde ich gleich auch noch drauf eingehen. Wir sehen,
dass hier durchaus auch noch ein Umdenken stattfinden muss. Was, worauf ich auch noch die Aufmerksamkeit lenken möchte, das Thema Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten taucht unter den Top 5 nicht auf. Machen wir einen schönen Split nach Alter und schauen uns die unter 30-Jährigen an, springt es plötzlich auf Platz 1. Das heißt, man muss sich das natürlich auch immer unter dem Gesichtspunkt der Zielgruppe, die ich betrachten möchte, genau anschauen. Das heißt, je jünger, desto größer ist natürlich mein Interesse daran, mich persönlich entwickeln zu können. Das heißt für uns ganz deutlich als Schlussfolgerung, dass wir daraus gezogen haben, und wir hätten das vielleicht selber gar nicht so erwartet in dieser Deutlichkeit, Future of Work muss vom Buzzword zum Spielentscheider werden, beziehungsweise muss in die Realität umgesetzt werden. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit den Wünschen der Menschen nach Flexibilität, nach flexiblem Arbeiten, nach selbstständigem, freiem und eigenem entschiedenen Arbeiten auseinandersetzen. Genauso aber auch mit den Bedingungen, die damit einhergehen. Das sind kulturelle Faktoren natürlich, wenn wir jetzt auch stärker dezentral arbeiten, wenn wir flexibler arbeiten wollen. Wie wird geführt im Unternehmen? Wie erhalte ich Unternehmenskultur, wenn wir nicht mehr alle zusammen an einem Ort sind? Das sind aber natürlich auch technische Faktoren. Wie funktioniert die digitale Zusammenarbeit? Ja, da ist in diesem Jahr ganz, ganz viel geschehen. Wir wissen aber auch aus unseren Befragungen, dass unsere Befragten ihren Unternehmen eine Sache mit an die Hand geben, wenn gesagt wird, worein sollte jetzt investiert werden? Digitalisierung. Das heißt, hier haben wir noch was Großes zu tun. Wir stehen hier ganz am Anfang. Und damit habe ich diese Folie auch schon überschrieben. Kein Zurück mehr in puncto Flexibilität. Ich hatte es eben schon angesprochen. 63%, fast 2/3 waren überrascht, wie gut die digitale Zusammenarbeit tatsächlich funktioniert hat und funktioniert. Über die Hälfte sagen mittlerweile, und das zeigt, glaube ich, wie wichtig dieses Thema ist, für mich kommt ein Job ohne flexible Arbeitszeit überhaupt nicht mehr in Betracht. Das heißt, wenn ich jetzt meine Arbeitszeitmodelle nicht entsprechend anpasse und umstelle, kommt die Hälfte der Erwerbsbevölkerung für mich nicht mehr in Frage. Angesichts des aktuellen Fachkräftemangels natürlich eine deutliche Zahl. Und schließlich, gut 2/3 wollen regelmäßig remote arbeiten, regelmäßig 78%. Das heißt, 4 von 5 Befragten zumindest ab und zu. Das zeigt, wir müssen hier aktiv werden. So, und die Unternehmen, Sie sehen so ein bisschen dieses antiquierte Bild dieses Herrn. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr. Die zwei Zahlen hier zeigen es. Die Unternehmen, na, die zögern noch ein bisschen. Die sagen zwar, ja, wir haben das auch auf breiter Ebene natürlich umsetzen müssen, um den Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten, aber wie das in Zukunft aussehen soll, da zeigt man sich noch sehr zurückhaltend, auf die Wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier einzugehen und das umzusetzen. Klar, das ist für jedes Unternehmen eine Riesen-Challenge. Das hängt natürlich auch jeweils von Branche, von den Geschäftsfeldern ab. Das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz müssen hier individuelle Lösungen gefunden werden. Und auch wenn es vielleicht etwas ferner liegt als jetzt bei einem Digitalunternehmen, wie es wir hier sind, wie es der Bitkom ist, müssen dort Lösungen gefunden werden, denn unsere Ergebnisse betreffen eben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Heißt das jetzt, das will ich ganz kurz sagen, es gibt keine Zukunft fürs Betrieb und das Office, das heißt, wir können das schließen, Miete sparen und wir arbeiten jetzt alle nur noch dezentral? Nein, das ist auf keinen Fall der Fall. Denn was haben wir aktuell auch erlebt? Das ist genau dieser Punkt hier, nämlich, dass sich das Homeoffice auch teilweise, vor allem wenn da noch Homeschooling dazu kommt, gar nicht so einfach umsetzen lässt. Entgrenzung von Arbeit, zunehmender Stress, ich hatte es angesprochen, das sind Aspekte, die kennen wir auch. Und deshalb diese Zahl sehr, sehr deutlich. Nur 4% der Menschen wollen grundsätzlich von zu Hause aus arbeiten. Und warum? Natürlich wegen der sozialen Interaktion, denn die fehlt. Und das sehen die Menschen ganz genauso. Das heißt, die Entwicklung aktuell kann ironischerweise, bedeutet nicht das Ende vom Betrieb und vom Office, sondern sollte im Idealfall sogar eine Aufwertung des zentralen Hubs mit sich bringen. Hier würde ich eben sagen, nicht kann, sondern sollte. Denn das sollte der Punkt sein, zu dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich wollen, weil dort eine hervorragende Ausstattung dort ist, um eben performant zu sein, um die eigenen Ziele voranzubringen und weil dort die Menschen sind, mit denen ich gut zusammenarbeite und eben auch die Lokalitäten, um also zum Beispiel entsprechend hervorragend ausgestattete Meetingräume. Das muss nicht in jedem Fall so futuristisch sein, wie hier auf den 2 von mir ausgewählten Bildern. Kleine Schritte sind schon richtig und wichtig. Das heißt, die Zukunft der Arbeit, der Arbeitswelt ist definitiv hybrid. Und wie sollte das aussehen? Da habe ich ein ganz schönes Zitat aus der BBC gesehen. Das stammt schon von, ich glaube, Herbst letzten Jahres. Das heißt, ja, die anglophonen Länder sind da mal uns wieder mal ein bisschen voraus.
Ideally, the best of both worlds, structure and sociability at one hand and independency and flexibility on the other. Das heißt, wir verbinden idealerweise das Beste beider Welten. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber der sollten wir uns annehmen. Denn das zahlt letztendlich sowohl auf die Employer Brand ein, was heißt das, ne? Dass ich die Fachkräfte gewinne, die ich brauche, auf die Motivation der vorhandenen Mitarbeiter und damit auch auf deren Performance. Warum ist das so wichtig? Das sehen wir hier. Gut, jeder zweite Mitarbeiter hat gesagt, ich bin jetzt während dieser Krise sogar noch motivierter in meinem Job. Ich fühle mich noch stärker mit meinem Arbeitgeber verbunden. Auch das ist ein Grund dafür, warum die Wirtschaft in Deutschland gut durch diese oder vergleichsweise gut durch diese Zeit gekommen ist, dass wir alle zusammen die Ärmel hochgekrempelt haben, Einsatz gezeigt haben und das wissen Personalerinnen und Personaler, das wissen Unternehmen. Deshalb Top-HR-Trend 2021, Mitarbeiterzufriedenheit und Identifikation erhalten. Und hierfür ist die Umsetzung dessen, was wir jetzt getestet haben, aber was noch verbessert werden muss, ganz entscheidend. Warum ist das entscheidend? Auf die Folie will ich gar nicht zu ausführlich eingehen. Der Fachkräftemangel bleibt natürlich auch trotz oder wegen Corona. Ich vergleiche das immer mit einem Gewitter. Der demografische Wandel, das ist das zentrale Element, das den Fachkräftemangel treibt und verschärft. Wir können diesen Begriff des demografischen Wandels kaum noch hören, weil wir ihn schon so viel diskutiert haben. Nichtsdestotrotz ziehen die Wolken des demografischen Wandels, um im Bild zu bleiben, erst am Horizont auf. Wir haben vielleicht mal einen Donner gehört, aber noch mit Sicherheit keinen Regentropfen abbekommen. Und das sehen wir hier auch an den Zahlen. Der Wettbewerb ist genauso hart wie vor der Krise um die geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, der Fachkräftemangel ist und bleibt eines der dominierendsten Themen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten. Denn wir wissen, dass schon vor der Krise eine Mehrheit der Unternehmen gesagt hat, ich kann nicht so produktiv sein, wie ich eigentlich gerne würde, weil mir die Mitarbeiter fehlen. Das führt mich zu meinem Fazit an dieser Stelle. Und ich glaube, dann haben wir auch noch kurze Minuten, um vielleicht eine Frage zu besprechen oder die eine oder andere. Nämlich, und der Arbeitsmarkt verändert sich weiterhin unaufhaltsam. Das hat die aktuelle Situation eher noch, hat da noch mehr Tempo reingebracht an dieser spezifischen Stelle, nämlich was das Thema flexibles, hybrides Arbeiten angeht. Und es werden nur die Unternehmen erfolgreich sein, die sich jetzt als moderne Arbeitgeber positionieren, eben strukturell wie kulturell. Und damit kann ich das Wort an dieser Stelle vielleicht auch wieder an dich, Svea, zurückgeben. Herzlichen Dank, Tobias. Das waren tolle Einblicke. Das sind ja wirklich eine Menge an Zahlen, die du da aufbereitet hast. Ich habe tatsächlich einige Fragen hier im Chat verfolgen können. Vornweg, weil es sehr viel um flexible Arbeitszeiten geht. Was konkret versteht man denn unter flexibler Arbeitszeit? Es gibt da ganz unterschiedliche Auffassungen von Nachtschichten, die gerne ein ITler einlegt, wie es aus dem Publikum heißt, oder eben auch einfach nur, ich mache zwischendurch 2 Stunden Pause und Sport, bin dann wieder am Rechner. Was würdest du ganz persönlich darunter verstehen? Flexible Arbeitszeiten. Ja, genau. Du sprichst es richtig an, du hast schon viele Beispiele gegeben. Das ist natürlich etwas, was auch viel Gestaltungsraum mit sich bringt. Also erstmal ist aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, woher kommt der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten. Und da gibt es aus unserer Sicht 2 zentrale Gründe für. Das eine ist, das Thema Selbstverwirklichung, das ich angesprochen hatte und das bei dir beim ITler mit dabei war. Wenn der nachts am aktivsten ist und da am produktivsten ist, dann sollten wir ihm auch die Möglichkeit geben, dann auch zu arbeiten und performant zu sein. Genauso, wenn ich in der Mittagspause Sport machen will, um gesund zu bleiben, um fit zu bleiben und danach umso fitter bin für meine Themen, dann sollte ich das als Arbeitgeber aus schierem Eigeninteresse ermöglichen. Das zweite ist natürlich die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass ich eben die Kinder vielleicht zur Schule bringen kann, so dass jetzt nur so als grober Rahmen, wo kommt dieser Wunsch überhaupt her? Grundsätzlich heißt das dann natürlich, dass ich für mein Unternehmen und für meine Ziele die spezifischen Lösungen finden muss, welche am meisten Sinn ergeben. Also das heißt, ich würde schon sagen, wir brauchen natürlich auch vielleicht zentrale Kernzeiten, zu denen sich Teams auch treffen können und zu denen Verlässlichkeit besteht, dass ich andere Menschen erreiche. Das ist das eine, aber da rundherum kann ich alles natürlich so flexibel gestalten, wie ich das mag. Das hängt jetzt auch, deswegen ist es schwierig, da eine generelle Antwort zu geben. Also ich würde sagen, zu lange, zu große Kernarbeitszeiten haben ausgedient, was natürlich Betriebe angibt, die zum Beispiel Schichtarbeit haben, die in der Produktion tätig sind. Da ist das Ganze deutlich schwieriger, das ist klar.
Aber auch da gibt es, Stichwort Digitalisierung, gibt es tolle Tools, die helfen können, zumindest die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einzubeziehen in die Planung und hier ein Stück weit flexibler zu werden. Also sich zurücklehnen und sagen, ach, das geht in unserem Feld nicht, das geht nicht. Toll, danke. Ich muss leider mit dem Blick auf die Uhr mich schon von dir verabschieden. Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst.